Willkommen im High Five Channel. Hallo meine Lieben. Im letzten Video wurde gezeigt, wie man die eigene Website in HTML mit Grafiken schmücken kann. Zur Anschauung wurde das Bild matrix.jpg in die Testseite eingebunden. Anschließend wurde dem Bild eine fixe Größe von 300 x 300 Pixeln zugewiesen. Mit der Float-Eigenschaft wurde letztendlich noch festgelegt, dass der Text links neben dem Bild verläuft. In diesem Fall sorgt FloatRight dafür, dass das Bild rechts neben dem Text ist. Die gezeigte Methode ist allerdings nur sehr bedingt für größere Projekte geeignet. In der Regel werden Formate zentral in CSS definiert und oft sogar in externe Dateien ausgelagert. Letzteres werde ich euch in diesem Video aber nochmal ersparen. Durch das Definieren zentraler Formate wird unsere Website nicht nur schlanker, damit im Browser schneller geladen, weil wir Code einsparen, sondern es ist später auch erheblich einfacher, das gesamte Layout einer Webpräsenz zu verändern, da alle Formatierungen über ein zentrales Stylesheet gesteuert werden. Außerdem ist der Quelltext übersichtlicher, weil die Elemente nicht mit Formatierungen verunreinigt werden. Da die Suchwörter hierdurch weiter oben im Quelltext erscheinen, ist diese Methode nicht zuletzt auch suchmaschinenfreundlicher. Übrigens ist es mit CSS auch möglich, unterschiedliche Ausgabemedien anzusprechen. So kann sich unsere Internetseite im unterschiedlichen Look präsentieren, je nachdem, ob sie auf dem PC, Handy oder Drucker ausgegeben wird. Nun komme ich aber zur Sache und gebe euch einen Eindruck davon, wie es funktioniert. Dazu entferne ich erstmal den im letzten Video erzeugten Schmodder aus dem IMG-Tag. Ich markiere den Schmodder, lösche den Schmodder, speichere die Seite und lade die Seite neu. So, Formatierungen sind weg. Nun das Ganze wieder hinbiegen, aber in rosa. Dazu fügen wir einen Style-Tag in den Header unserer Website ein. Ich schreibe also Style-Type-Text-CSS und schließe den Tag wieder. Hier können wir nun unsere CSS-Formate definieren. Ich schreibe img height 300 width 300 float right. Damit sollte ich jetzt dasselbe erzielt haben. Wir geben nun einfach den Namen eines HTML-Elementtyps an, welchen wir formatieren möchten. In diesem Fall img. Nun spreche ich alle Bilder auf der Website an, die mit dem IMG-Tag in die Seite eingebunden wurden. Hierbei handelt es sich um den sogenannten Selector, manchmal auch Bezeichner genannt. Als nächstes folgen in geschweiften Klammern die Definitionen. Wieder soll das Bild 300 x 300 Pixel groß sein und sich rechts neben dem Text befinden. Daher weise ich den Eigenschaften Height and Width hier wieder jeweils einen Wert von 300 Pixeln zu und setze Float auf Right. Hinter einer Eigenschaft wie hier Height, Width oder Float folgt immer jeweils ein Wert. Die einzelnen CSS-Regeln für einen Bezeichner werden jeweils mit einem Semikolon voneinander getrennt. Okay, dann laden wir die Seite nach dem Abspeichern mal neu und sehen uns an, ob unser Cascading Style Sheet die gewünschte Wirkung erzielt hat. Großartig! Natürlich funktioniert das nicht nur mit dem IMG-Tag, sondern auch mit anderen Elementen. Vielleicht mal zur Demonstration. Body, Background, Color.
Margin Left und Margin Right und wieder schließen. In diesem Beispiel habe ich den Body Tag der Seite angesprochen, also den Gesamtkörper der Seite. Mit Background Color Black wird die Hintergrundfarbe schwarz. Margin Left und Right erzeugen einen Rand von 200 Pixeln links und rechts auf der Seite. Speichern. Reload. Funktioniert, wie wir sehen, vorzüglich. Da wir hier schwarz auf schwarz haben, ist die Schrift nicht mehr erkennbar. Das beheben wir jetzt noch. Ich schreibe Sternchen Color White und schließe wieder. Das Sternchen ist der sogenannte Universalselektor. Dieser kann für jedes Element eines Dokuments stehen. So weise ich hier jedem Element, bei dem das geht, die Farbe Weiß zu. So kann man die Schrift auf dem schwarzen Hintergrund nun wieder erkennen. Speichern. Reload. Ta-ta-ta-ta! Noch ein kleines Beispiel vielleicht. Diesmal zwei Elemente. Font Size, Font Family, Helvetica, Arial, Letter Spacing, Word Spacing. Es ist, wie wir hier sehen, auch möglich, mehrere Selektoren mit einem Komma getrennt anzugeben. So stelle ich Absätze und Listenpunkte, also das hier unten, in diesem Beispiel mit einer Schriftgröße von 110% dar. Die Schriftart soll Helvetica sein. Sollte diese auf dem System nicht installiert sein, Arial, sollte es die auch nicht geben, dann halt Sans Serif. Letztendlich verändere ich noch den Abstand einzelner Buchstaben und Worte mit den Eigenschaften Letter Spacing und Word Spacing. Speichern und Reload. Funktioniert auch. Viel Spaß beim Nachmachen und Webdesign. Have fun!